Also ich schlussfolgere mal, wenn wir angeblich nicht zum ersten Mal hier sind und schon einer festgenommen wurde, ein Rufus, und der Janusz angeblich auch mit einem Rufus zur Aufstiegsstation gegangen ist, dann heißt das, dass es ab jetzt sofort... Also entweder gibt es vier Rufusse oder die Rebellen sowie auch die Organesen... Ja, entschuldige bitte, ich erzähle ja gerade Rufus, Mann. Oder Cletus ist unterwegs irgendwo... Aber dann müssten die den erkennen, es sei denn, der hat sich als Rufus verkleidet. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wir befinden uns in der Zelle und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Auf den Knopf drücken. Geht nicht. Ja, der pennt schon wieder. Eine Decke. Ah, mir fällt die Decke auf den Kopf. Oh, schön weich. Da versteckt sich doch irgendjemand. So, da versteckt sich jemand. Mal gucken, wer es ist. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus. Ja, das sieht man sofort, habe ich gleich auf den ersten Blick erkannt. Mit verstärktem Kinnbartwuchs. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Ja, also man könnte meinen, also es ist schon beeindruckend. Und vor allem der Organese hier, guck mal, der spielt ja die ganze Zeit Pong, wie es aussieht. Da sieht man aber so einen Paddel. Schön, schönes Gimmick. Und wir quatschen mal mit dem offensichtlichen Rufus. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, hm? Ich werde uns im Nu befreit haben. Die will natürlich ein bisschen geplant sein. Da kann man jetzt nicht so hoppla hopp. Ist ja klar, dass er ja noch sitzt und sie unter der Decke versteckt. Weil ein Genius wie Rufus, der plant natürlich erstmal und guckt sich um. Also vieles hier nicht. Teppich. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Ja, auf jeden Fall, ich muss zugeben, in der heutigen Folge starten wir eine neue Aufnahmesession. Ich hab's mir nicht anmerken lassen. Es liegt daran nämlich, dass bei der letzten Aufnahmesession die Platte vollgelaufen ist. Und da fehlte eine Viertelstunde Gameplay und ich, Schlaubi, hatte immer nur einen Spielstand. Deswegen musste ich die 4 Stunden Aufnahmesession vom letzten Mal nochmal komplett durchspielen. Ich hoffe, ich habe alle Rufusse auf den aktuellen Stand gebracht. Ich hoffe, ich habe es überall hingekriegt und ich habe diesmal auch aus den Kommentaren bei YouTube habe ich diesmal auch das Dingensei mitgenommen, das Schnabeltierei in der Hölle, was ich übersehen habe tatsächlich. Habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich war so deprimiert und so damit beschäftigt, mich selbst zu belügen oder mir selbst einzureden, dass Go, also Go lebt, das ist ganz klar. Und jetzt nicht die Kleine, sondern die andere. Das ist alles Lüge hier. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, wir haben alles hingekriegt einigermaßen. Falls irgendwas nicht stimmen sollte oder so, bitte... Ja, ich mache ja schon schneller. Bitte verzeiht mir, ich habe 4 Stunden gespielt, um die Aufnahme starten zu können. So, die Frage ist, Herr Zellenwart, warum ihr in der Zelle wart? Hey, hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Aber... Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte. Ich öffne den Essenschacht. Oh, das ist ja nice. Mist, können wir vielleicht rausgehen zum Klo? Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Also wer sagt denn, das mag man beklagen? Ach, das mag man beklagen, aber das wird wohl so sein. Naja, so redet doch keiner. Naja, also auf jeden Fall haben wir ja auch ein Indoor-Bad. Hier ist ja alles dabei. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Hat ja gut geklappt. Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei.
Der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Shampoo und Klostein. Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall, mir ist ein bisschen düselig. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich glaube, ich muss auf den Teppich kotzen und andere Dinge dort entsorgen. Ach nee, wir haben ein Klo, Mist. Ich will hier raus. Vergiss es. Aber... Ich will hier raus. Vergiss es. Sag doch mal dem Klaus... Ich will hier raus. Vergiss es. Draußen lebe ich in Saus und Braus und deswegen... Ich will hier raus. Vergiss es. Naja, aus die Maus. Ich will hier raus. Vergiss es. So, egal. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Entschuldigung. Huch, da taucht er gleich wieder auf. Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Ah. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Das ist ja... Also menschenunwürdig auf jeden Fall. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Guantanamo. So, das haben wir. Zahnbürste. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Aber es kann gar nicht die Zahnbürste sein, denn ihr fehlt der Moosbelag, der Rufus-typische, und sie bewegt sich nicht. Oder ist sie gestorben? Wurde sie getötet vom Organon? Das schreit nach einem Spin-off. So, wir nehmen die Zahnbürste mal an uns. Deponia ist auch ein sehr zahnhygienelastiges Spiel. Fällt mir immer wieder auf. Hier, Zahnpasta. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspar. Natürlich. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Vor allem, wer beliefert die denn alle? Klups. So, und... Klostein. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Wenn man in der Zelle sitzt und spontan mal kacken muss, ja, dann kann man froh sein, hat man einen Klostein. So, nehmen wir mit. Und jetzt haben wir doch... Hallo, Menü? Da bist du. Wir haben einen Bagel. Klostein haben wir. Wir haben Zahnpasta, Zahnbürste. Kaffee haben wir auch. Von Kaffee muss man husten. Von Pfeffer muss man niesen. Pass mal auf. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Wir erinnern uns an das Rezept und haben... Der Hunger treibt's rein. Ja, wir haben zufällig all die Sachen hier drin, die man für einen leckeren... Wie hieß das nochmal? Ja, dieser Rotzpastete da. Kaffee. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Aber doch nicht. Huch, aber ich dachte, ich kann den Kaffee da reintun. Hier. Was nennen die? Wo sind... Gut, vielleicht mit der Zahnbürste im Kaffee rühren? Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Richtig, und vor allen Dingen, man spart auch Zahnpasta, wenn man 3 Wochen Plack mit einer Sause runterkratzt. Da spart man einfach Zahnpasta, da kannst du quasi... Es zehntelt sich dann im Preis, also je nachdem, ne? Also je nachdem. Und dann immer kleckerweise benutzen natürlich. So, jetzt einmal Zahnpasta rein. Fluppediwupp. Mammutfellrelais. Und hier noch ein Klostein rein. So, haben wir alles drin. Fehlt da noch? Kaffee fehlt da eigentlich noch drin? Man kann über diese Organons sagen, was man will. Aber sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Okay, die Frage ist nur, wie kriegen wir... Wo sind... Der Kaffee fehlt da noch drin, oder? Das heißt, man soll sich aber nicht... Ja, man soll sich Zähne putzen. Kann ich ihm das schon geben? Ich vermute mal, der muss den Teppich dann und so, ne? Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Wart's ab. Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Okay. Wir können ihm das also nicht geben. Wir haben hier noch ein Käffchen. Käffchen. Auf den Teppich. Huch! Putz
Luzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Der Putzi ist auch überall. Putzi... Was? Putzibot und Staubbeutel. Erstmal Putzibot Cookie. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Ist wie eine Mutti. So. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Könnte man eigentlich auch Muttibot nennen, aber ganz ehrlich, da war das mit dem Saugen schräg. Das lassen wir mal lieber sein. Staubbeutel. Mit diesen Dingern habe ich früher immer Toni erschreckt. Wenn man vorher Spinnennester aufsaugt, ist es besonders lustig. Oh Mann. Wir nehmen einen Staubpott. Ich habe eine Idee. So, der ist weg. Dann haben wir jetzt Staub. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Also, die Susan ist nach wie vor extrem widerlich. So, Bagil und Staub. Und wir haben einen Bagil mit Acesäures. Und offensichtlich Rufus hat großen Hunger, glaube ich. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Okay, wir haben Kotze auf dem Teppich, die wir nicht angucken können. Ich bin enttäuscht. Ich will Kotze gucken. Na gut, Herr Zellenwart. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Na gut, aber das haben wir jetzt schon ausgenutzt, Herr Zellenwart. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! Huch! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Was ich vor allen Dingen nicht verstehe... Das verstehe ich nicht, dass... Also hier ist die Kotze, ne? Da müsste der Putzibot doch rauskommen, die Kotze wegmachen. Und stattdessen lässt er die Kotze da eintrocknen und der ganze Kotzegeruch, der ergießt sich doch jetzt in den Raum. Und dann stinkt es ja überall nach Kotze und alles ist voller Kotze und Kotze, Kotze, Kotze. Und wenn ich noch dreimal Kotze sage, ja, ich gehe schon. Ja, auf jeden Fall, das verstehe ich nicht. Kotze. Konzentration. Wo sind wir denn hier? Ich scanne schon wieder nach Eiern, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Das ist ein Knopf. Ist das ein Ei? Nein. Huch. Hallo. Bleib hier. Nein, geh da nicht hin. Erst Cookie. Schlafender Organon. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Reden ist eine gute Idee. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Zücken wir unser Messer und beenden wir es. Okay. Ein Rohrpostschacht. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Vielleicht gibt es aus dem Rohrpostschacht später noch Rohrschachtpost. Für den Test, verstehst du? Ach, guck mal, wer da ist. Miklites. Bei Klites muss ich immer an irgendwas denken, was ungehörig erscheint. So, eine Abdeckung. Natürlich nicht sicher vor Rufus, hier mal ein Terminal, ein Terminal. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen.
Ah, aber das Irk haben wir ja nicht. Wir haben eine poplige Zahnbürste. Ich freue mich. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Ja, true story, Alter. So, was haben wir hier noch? In den Kriechgang. Türsensorik. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Vielleicht müssen wir uns als Organon verkleiden. Später natürlich. Huch! Wo sind wir denn jetzt? Okay, da kommen wir raus durch den Kriechgang und hier kommen wir... Ach, da geht's lang und dann geht's da durch und dann müssten wir jetzt in irgendeinem Raum sein. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Ach, seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Natürlich wird sich Rufus um 11.000 Organons kümmern. Kein Problem. Der arme Herr Oppenbot, der tut mir echt ein bisschen leid. So, ein Beamter. Abrückende Organons. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Was für ein riesiges Hochboot auch. Diese Scheusale. Diese Scheusale. Ja, das haben wir uns schon fast gedacht. Hier ist eine Kiste. Können wir sonst hier irgendwas machen? Es geht noch weiter rein. Lass uns das Hochboot... Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Tja, und der Organon will also Elysium einnehmen und wahrscheinlich unter Militärherrschaft stellen. Das geht natürlich nicht. Das müssen wir auch wieder verhindern, die Sprengung und... Oh! Stör ich? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Ja, wer fehlt denn da eigentlich? Und juhu, es ist Smudo aka Cowboy Dodo. Da stelle ich mich auch gleich daran mit den Girls. Aber ich glaube, meine Brust ist einfach zu behaart. Das passt da nicht ins Gesamtbild. So, Herr Janosch. Der gute alte Janosch. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals so freuen würde, ihn zu sehen? Ich sollte mich mal untersuchen lassen. Aber ernsthaft? Die Unterschuchung erfolgt aber erst in der nächsten Folge. Und da reden wir natürlich auch endlich seit langer Zeit
erwähnte ich schon endlich mal wieder mit Janosch, wo ich mich ja ganz persönlich drauf freue. Ist ja ein alter Kumpel sozusagen. Naja, ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.